Die Alzheimer-Krankheit ist ein schleichender Abbau über Jahrzehnte hinweg von Gehirnzellen, die erst im späteren Stadium zu Symptomen führt und dann wirklich erkannt wird. Und diese Symptome sind anfangs vor allem die Gedächtnisprobleme, Kurzzeitgedächtnis. Die Patienten wiederholen sich immer wieder, fragen nach, vergessen innerhalb von wenigen Minuten teilweise, was gesagt wurde. Und im weiteren Verlauf kommt es dann zu Orientierungsprobleme, wenn diese Krankheit sich im Gehirn ausbreitet, zu Gangstörungen, zu Langzeitgedächtnisproblemen, zu Wortfindungsstörungen und leider Gottes im fortgeschrittenen Alter zu Persönlichkeitsveränderungen und schließlich dann zu einem ganz totalen Abbau des Körpers.